Sache ist es besprechen, die akut sind, gesamtgesellschaftlich. Und ich möchte ein paar grundsätzliche Dinge zu Zweifel und Eifersucht sagen. Generell merken wir uns mal, Lachesis ist das wichtigste Mittel überhaupt, wenn wir an grundsätzlichen Zweifeln, an grundsätzlichen, und Grundsätzliches ist alles, was unsere Existenz betrifft. Wir zweifeln an unserer Beziehung zu Gott, wichtigstes Mittel Lachesis. Wir zweifeln an der Treue unserer besten Freundin, wichtigstes Mittel Lachesis. Wir zweifeln an unseren Lehrern, die wir 20 Jahre lang vertraut haben, Lachesis. Wir zweifeln an einer Wissenschaft, auf die wir uns nach Physik- und Chemiestudium echt verlassen haben. Wir zweifeln an der Homöopathie, weil wir dem Patienten jetzt das 25. Mittel gegeben haben und es hat nicht geholfen. Also Lachesis ist immer ein Mittel, wenn wir zweifeln an etwas, wo wir ewig total im Vertrauen waren. Lachesis ist das große Fragezeichen, was in unser Leben kommt und wo wir oft nicht wissen, warum kommt jetzt dieses Fragezeichen. Aber es kommt, und ich behaupte mal, um uns zu prüfen. Ich gebe gerade viel Lachesis in meiner Praxis Menschen, die zu mir kommen und in dieser ganzen Corona-Problematik jegliche Orientierung verloren haben. Sie haben Leute, denen haben sie geglaubt zum Beginn der Pandemie, und die haben gesagt, es wird alles so, so und so und so, und ist nicht so geworden. Jetzt können sie denen auch nicht mehr glauben. Dann haben sie wieder anderen geglaubt, die haben gesagt, es wird so und so und so und so, auch nicht so geworden, den können sie jetzt auch nicht mehr glauben. Und die kommen und die sagen einen Satz, und der ist ein Leitsymptom für Lachesis. Ich kann ja keinem mehr glauben. Ich weiß ja überhaupt nicht mehr, was wahr ist. Das ist teilweise so zerreißend für die Menschen, dass die fast in so leicht vorpsychotische Zustände kommen. Sie verlieren völlig ihren Halt in der Welt. Ich empfehle dann immer, bei der Mia Kochendörfer noch Qigong zu lernen und Stehübungen zu machen, sich in einer leeren Mitte zu sammeln, weil die sind wie eine Zitterpappel im Wind. Lachesis ist ein Mittel, was Menschen hilft, aus tiefstem Zweifel an allem irgendwo wieder ein Zutrauen zu kriegen. Und Lachesis sagt auch, ich habe mein Vertrauen in Grundsätzliches verloren. In Grundsätzliches. Jemand hat total der Politik vertraut. Jetzt ist gerade sein Geschäft in Konkurs gegangen. Dann haben sie gesagt, ja, wir machen kleines Lockdown und Weihnachten wird wieder alles besser. Jetzt ist es überhaupt nicht so, ja. Jetzt wird Lockdown bis Februar. Jetzt weiß er überhaupt nicht mehr, wem er vertrauen soll. Und da geht es jetzt nicht darum, dass wir alle irgendwie ein bisschen erschüttert sind. Wir alle sind ein bisschen irritiert. Das ist normal. Bei Lachesis geht es wirklich darum, dass das ganze Leben in Frage gestellt wird. Kann ich überhaupt noch mal irgendjemand trauen? Ich bin ja kein Verschwörungstheoretiker und ich gehöre auch keiner Verschwörungstheorie an, aber ich habe festgestellt, dass in dieser Covid-Krise ein Symptom stattfand, nämlich dass ganz viel Misstrauen und Zwietracht zwischen Leuten entstand. Wer sich dafür interessiert, dem empfehle ich meine magische Bibliothek. Da gibt es ein Video von mir über die Zwietracht, ein ganz wunderbares Interview, was die Stefanie Bruns mit mir führt. Und da rede ich über diese Phänomene. Und Lachesis ist beim Thema Zwietracht wichtig, wenn mit einmal in eine Beziehung, die total gut ist, die total optimal ist, ein Zweifel hineinkommt. Vor einer Woche war die Beziehung noch optimal, waren beide total glücklich, waren beide total super miteinander.
Und eine Woche später ist in dieser Beziehung eine Zwietracht, ein Zweifel. Ist es wirklich der Richtige oder ist er vielleicht doch nicht der Richtige? In der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners sagt man ja, dass die dämonischen Kräfte primär mit der Zwietracht arbeiten. Und Lachesis ist ja auch ein großes Mittel für Menschen, die die Wahnidee haben, sie sind besetzt. Die Wahnidee, eine Stimme ist in ihrem Kopf und sagt ihnen Dinge, die Bestehendes zerstören sollen. Das ist ja doch nicht der richtige Mann für dich, der wird ja doch nicht so, wie du dir eigentlich vorstellst, dann lass es doch lieber. Also das ist eine typische Lachesis-Problematik. Es gibt in uns eine Instanz, die will das, was ist, die will das, was auch gut war, zerstören, eliminieren, kaputt machen. Also der Zweifel, die Missgunst und die Eifersucht. Eifersucht ist ja auch so ein Gefühl, ich sitze in irgendeiner Gruppe und ich bin total gut mit meiner Freundin und mit einmal kommt da irgendwas in mir hoch. Warum guckt die denn den und den so an? Warum ist die denn mit einmal mit dem und dem? Lachesis ist das wichtigste Mittel. Eifersucht ohne jeglichen Grund. Das ist bei Lachesis wirklich ein Wahn, diese Eifersucht. Die Eifersucht ist wahnhaft. Ich arbeite ja auch mit Schamanismus und ich habe ganz oft, wenn ich die Leute testen lasse, die Lachesis brauchen, eben auch Testergebnisse, die sagen, man muss diese Menschen noch zusätzlich entsetzen. Die haben wirklich Wesenheiten, Entitäten in sich, die ihnen etwas einreden, was dazu führen soll, funktionierende und gute und heilsame Beziehungen zu zerstören. Ich habe auch noch mal ein anderes YouTube-Tipp gemacht über Beziehungen, wo ich sage, gerade jetzt während dieser Covid-Zeit habe ich das ganz oft erlebt, dass so viele Leute sich trennen wollten und wo ich erst mal gesagt habe, bevor ihr euch trennt, lasst euch erst mal testen, ob in eurem Beziehungssystem irgendetwas Energetisches ist, was diese Beziehung zerstören will. Beziehungen geben uns Kraft. Beziehungen geben uns auch in unseren Gruppen Kraft. Und wenn es etwas gibt, was unsere Gruppen zerstören will, wenn es etwas gibt, was unsere Solidarität unterwandern will, dann geht diese Kraft primär an unsere Beziehung. Also immer, wenn eigentlich gute Beziehungen, die über Jahre lang gut gehalten haben, mit einmal anfangen, zu vibrieren, unsicher zu werden, immer an Lachesis denken und immer an Besetzung denken. Ich sage nicht trennen vor testen. Und es ist auch oft gar nicht wichtig, dass man eine Beziehungstherapie macht. Oft ist es wichtig, dass das System erstmal entsetzt wird, dass nur noch die beiden Liebenden miteinander zu tun haben und nicht irgendwelche Wesenheiten, die sich an der Zwietracht in diesem System laben wollen. Ganz wichtig. Und bei Lachesis ist es so, dass das so zu Selbstläufern werden. Ja? Mit einmal geht man an das Telefon des Liebsten, was man vorher nie getan hat hätte. Mit einmal guckt man Briefe nach, die er im Papierkorb hatte. Also ein ganz wichtiges Lachesis-Symptom ist, bei Menschen, die das sonst nie machen würden, dass sie mit einmal auf das Handy des Liebsten gucken, weil sie da irgendwelche Nachrichten vermuten, die aber völlig irrational sind. Es gibt ja noch ein anderes großes Eifersuchtsmittel, das ist Hyoscyamus, das Bilsenkraut, das wird dann so ja gewalttätig. Das schlägt den Liebsten. Oder geht mit dem Messer auf den Liebsten los. Das macht Lachesis erstmal nicht. Aber Lachesis integriert, Lachesis setzt Sender in das Handy des Liebsten ein. Lachesis installiert kleine Abhöranlagen. Und wirklich ohne Grund, grundlose Eifersucht, Lachesis vierwertig. Alle Zweifel, ich zweifle mit einmal, ob ich tatsächlich heterosexuell bin
Oder bin ich nicht vielleicht homosexuell? Habe ich auch oft Menschen mit Lachesis helfen können, nicht so oder so zu sein, sondern aus ihrem Zweifel rauszukommen. Eine klare Entscheidung dafür zu kriegen, nein, ich glaube, ich bin doch homosexuell. Lachesis hat dir geholfen, diesen Weg zu gehen. Oder nach einer Weile Lachesis mit einmal zu merken, nee, ich habe doch eine stärkere Beziehung zu Frauen. Homöopathie kennt nicht in dem Sinne richtig und falsch. Homöopathie kennt immer richtig und falsch für den Klienten. Und es entscheidet aber nicht die Homöopathie, sondern die Homöopathie gibt immer dem Klienten die Energie, für sich herauszufinden, was ist das Richtige. Und gerade wenn die Zweifel wirklich Dinge kaputt machen, die ganz viel Kraft haben, die ganz positiv sind, auch für die Gesellschaft, wenn wirklich großartige Beziehungen, großartige Arbeit in Frage gestellt wird, dann an Lachesis denken. Jemand zweifelt total an der Homöopathie, weil er eine Krankheit hat und da hilft gerade überhaupt nichts. Zweifelt an der Heilung, DD Zurinum, aber auch Lachesis. Weil es könnte sogar so weit führen, dass er die Homöopathie ganz aufgibt, weil er so an ihr zweifelt. Und selbst wenn Lachesis denn nicht den Fall heilt, sie heilt erstmal den Zweifel und dann kommt meistens das Mittel, was dann auch den Fall heilt. Wir müssen uns vorstellen, dass wir als Menschen Wesen sind, die uns nach einer sicheren Einheit sehnen. Wir wollen Sicherheit und wir wollen Einheit. Wir wollen den Kreis. Der Kreis ist eigentlich das Symbol des geheilten Schlangensymbols, der Ouroboros, die Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Und das Fragezeichen ist genau das Gegenteil. Und darum wollen Kräfte, die nicht die Entwicklung und die Freiheit des Menschentums im Fokus haben, Kreise zerstören. Und man zerstört Kreise, indem man in Kreise Zwietracht hineinsetzt. Ob es der Familienkreis ist oder ob es der Kreis eines Clans ist, einer Sippe, einer Schule, einer Gemeinschaft. Also es ist immer wichtig zu gucken, wenn es in solchen Kontexten Zwietracht gibt, sind nur wir Menschen das? Gibt es hier psychologische Probleme oder wirken hier wirklich Kräfte von außen? Da möchte ich euch allen noch ein Buch empfehlen. Das gibt es als Hörbuch, gesprochen von Sven Fechner. Da kann man eingeben bei Fechners Universum oder Sven Fechner. Dieses Buch heißt von Bernhard Liebegut, Liebegood, Bernhard Liebegut, die Errettung der Seele. Und da schreibt Bernhard Liebegut sehr genau, was das mit diesen Zwietracht erzeugenden Kräften auf sich hat. Ein sehr, sehr, sehr spannendes Buch, kann ich euch wirklich total empfehlen, hat mir sehr geholfen. Und guckt euch auch bei YouTube an, Wolf-Dieter Storl, Stohrl. Und da gibt es jetzt ein neues Video zu dem Thema, was total zu dem passt, worüber ich jetzt gerade spreche, über das Titanische. Dass ihr mal eine Idee kriegt von den Kräften, die eigentlich hinter all dem hier stehen. Und da geht es nicht um Maßnahme ja oder Aluhut nein, sondern da geht es um geistige Kräfte, die im Augenblick auf dieses Weltengeschehen so stark Einfluss nehmen. Ja, Zwietracht, Eifersucht, Zweifel. Diese drei Dinge, die habe ich jetzt versucht, euch mal ein bisschen nahe zu bringen. Und jetzt frage ich einfach mal zu den Dingen, die ich jetzt angesprochen habe, bis hierher. Erstmal noch eine Frage. Ihr wisst, ich brauche immer so gerne Fragen. Keine Frage, Annette. Will mich keiner noch mit einer Frage beschenken? Okay. Dann übergebe ich an Mia.